Hallo! Ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ich bin Alex vom YouTube-Kanal Warum Linux besser ist. In diesem Video zeige ich dir einen Mitschnitt der Tübinger Linux-Tage TÜBIX 2017. Dort hat Johannes Schurm einen Vortrag gehalten zum Thema Lux-Verschlüsselung in der Praxis. Lux ist wie so vieles unter Linux eine Abkürzung und das steht für Linux Unified Key Setup. Alles weitere im nachfolgenden Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Dann darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu meinem Vortrag zu TÜBIX. Ich möchte heute ein bisschen über Lux sprechen, die Lux-Verschlüsselung. Ich möchte ganz kurz anfangen mit dem Grund für den Vortrag. Ich bin Student der Medien- und Kommunikationsinformatik aus Reutlingen und ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit am Max-Planck-Institut und habe da auch schon einiges in virtueller Realität gemacht. Und besonders seit letztem Jahr, da war ich dann auch das erste Mal auf der TÜBIX, habe ich mich sehr für die Software interessiert und habe mich dann von Windows umgestiegen auf Linux und habe einiges darüber lernen können. Natürlich ist ein Jahr jetzt nicht besonders viel, wo man Sachen lernen kann, aber besonders hat mich begeistert Lux, weil es einfach so weit unterstützt ist und weil es gut konzipiert ist, sodass man nicht, wie bei der Verschlüsselung oft, sehr viel der Usability hergeben muss, dafür, dass man dann eine Verschlüsselung hat und es ist dann viel einfacher, das direkt selbst zu machen, selbst wenn man sich jetzt nicht so auskennt. Ich möchte in dem Vortrag jetzt nur die grundsätzliche Funktionsweise vermitteln, das heißt, es geht darum, wie formatiert man erstmal Datenträger mit Lux. Was passiert genau, also ich möchte relativ genau zeigen, ich hoffe, das wird Sie dann nicht langweilen, was auf dem Datenträger passiert, das heißt, ab wann die Verschlüsselung dann wirklich greift und was das Header ist und weiter und wie man bestimmte Sachen dann auch optimieren kann, sodass es dann alltagstauglicher ist. Das möchte ich zum größten Teil in Echtzeitdemonstrationen versuchen, die dann hoffentlich so funktioniert, wie ich sie jetzt vorbereitet habe. Zuerst möchte ich aber noch einige Worte über Blockgeräte verlieren. Ich fand es wichtig, dass man eine Vorstellung davon hat, dass Blockgeräte einfach nur einen Strom an Bytes darstellen und durch diese virtuellen Gerätedateien in Linux kann ich jedes einzelne dieser Bytes ansprechen mit der Idee, ob da jetzt irgendwelche Sektorgrößen existieren oder soll die dann neu geschrieben werden. Das ist erstmal nicht relevant, ich kann mich darauf konzentrieren, dass ich einfach einen Byte-Strom habe. Und wie gesagt, Linux nutzt ja in vielen Fällen, die Systeme nutzen ja Codev als System zum Einhängen von Gerätedateien. Das heißt, es werden Namen vergeben, so ein bisschen wie bei Windows die Laufwerksbuchstaben, das hier eben noch mit SD davor, um das Blockdevice zu repräsentieren. Das passiert alles in dem UDEV-Prozess. Hier habe ich zum Beispiel mal den License-Stick mit zwei Partitionen. Da wird dann noch zusätzlich zu diesem Kürzel, was man sonst immer hat, wird dann noch 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem wie viele Partitionen erstellt wurden, angehangen. Jetzt möchte ich nochmal sagen, wie verläuft die Verschlüsselung mit einem Mapper? Gewöhnlich gibt es ja den Benutzer und der greift auf seinen USB-Stick zu oder sonst was, auf seinen Wechseldatenträger und tut das über dieses Kürzel, was da entsprechend verteilt wurde. Und diese Verschlüsselung greift jetzt nicht wie bei anderen Systemen ins Dateisystem, sondern das ist noch eine Ebene drunter. Das heißt, im Grund greife ich auf eine andere Gerätedatei zu, die ich zum Beispiel in den Mapper nenne. Dadurch wird sozusagen der eine Stick virtuell und im Hintergrund übernimmt DMCrypt, dieses Modul, das Kernel-Modul, für mich das komplette Schreiben auf den Datenträger, sodass ich dann eigentlich nicht mehr weiß, was O drauf steht, sondern ich muss das erst mappen. Natürlich kann ich trotzdem, was jetzt auch für den Vortrag interessant sein wird, natürlich kann ich trotzdem dieses ursprüngliche Gerät ansprechen. Dann noch ein paar Worte zur Verschlüsselung. Sie werden das sicher alle gut Bescheid wissen, aber ich möchte nochmal sagen, dass AES häufig genutzt wird. Ich nutze es für alle meine Partitionen. Ich habe dann mal eine lustige Hochrechnung gesehen, um einen Schlüssel von 128 Bits durch Durchprobieren aller Möglichkeiten zu knacken, bräuchte man 10 Millionen Computer mit CPUs, die jeweils 10 Millionen Schlüssel in einer Sekunde ausprobieren könnten. Und mehrere tausend Mal die Zeit, die das Universum jetzt schon existiert, um alle Möglichkeiten durchzuprobieren. Und das Schöne daran ist, dass wenn man die symmetrische Verschlüsselung verwendet, dass dann selbst Quantencomputer nicht in der Lage wären, diese symmetrische Verschlüsselung schneller zu knacken. Das
können Sie nur bei Asymmetrisch. Wem das noch nicht reicht, der kann auch gerne 256 Bit verschlüsseln, das würde dann dementsprechend länger dauern. Dann das Kernel-Modul, DMCrypt, das ist seit Kernel 2.6 verfügbar und ist Teil dieser Device-Mapper-Struktur, die im Unterordner Dev erreichbar ist. Es muss aber gesondert geladen werden, zumindest ich benutze DBM8, Jesse, da habe ich einfach einen vorkompilierten Kernel und ich muss das Ding am Anfang laden, das zeige ich dann aber auch in der Demo. Die Verschlüsselungsverfahren sind nicht definiert durch DMCrypt, sondern durch das System. Das heißt, man kann alles nutzen, was verfügbar ist, muss aber auch aufpassen, dass man nicht was auswählt, was dann nicht auf allen Systemen verfügbar ist. Also ein Verschlüsselungsverfahren, damit man dann entsprechend auf allen Rechnern, wo man möchte, das Ding auch wieder machen kann. Crypt Setup ist ein schönes Framework zur Verwaltung. Das bietet nicht nur die Möglichkeit, das Ganze einzuhängen und verschiedene Sachen damit zu machen mit diesem DMCrypt, sondern man kann sogar Benchmarks durchführen, das Verschlüsselungsverfahren testen. Nux baut jetzt darauf auf, das heißt für diesen rohen DMCrypt, was einfach mit einem Passwort, das einmal gesetzt wird, einen Bytestrom in einen anderen verwandelt, gibt es eben noch Lux, was das Ganze sehr benutzungsfreundlich macht. Man hat ein zusätzliches Header, ungefähr 2 Millibyte. Dazu kann man 8 Passwörter verwalten, das heißt, es wird ein Masterschlüssel generiert und dann hat man diese 8 Keyslots und kann die vergeben, wie man will. Damit ist das Ganze sehr flexibel. Außerdem werden Metadaten gespeichert, sodass dann das entschlüsselnde System sofort weiß, welche Hash-Verfahren wurden verwendet und welche Verschlüsselungsverfahren. Außerdem hat man schnell Zugriff auf die Daten, zum Beispiel bei KDE, das man sieht, steckt man das Ding rein, dann kommt ein Passwort prompt und dann kann man das Ding direkt machen, ohne irgendwie zu wissen, was wurde dann im Hintergrund verwendet. Nachteil könnte sein, wenn man alles auf einer Partition hat, Klartext-Header. Das heißt, man kann tatsächlich nicht abstreiten, dass da verschlüsselt wurde, weil das typische Lux-Header ist. Mir hat aber jemand erzählt, dass man sogar, habe ich selbst nicht ausprobiert, dass man sogar dieses Header auslagern kann. Das heißt, ich habe irgendwo versteckt auf meiner Hauptfestplatte einige Lux-Header und wenn ich dann meine USB-Sticks reinstecke, dann wird das jeweils verknüpft. Das muss ich dann aber wissen, wo die liegen. Die 2 Millibyte sind verschmerzbar, würde ich sagen. Dann möchte ich jetzt relativ schnell zur Echtzeit-Demo kommen. Ich habe einiges vorbereitet. Die Materialien kann man hier unter 2EBIX 2017 runterladen von einer Website. Was ich zeigen möchte, ist zuerst, hier habe ich einen normalen USB-Stick, das ist der silberne. Den möchte ich verschlüsseln und dann, wenn die Zeit reicht, möchte ich was Lustiges ausprobieren, was ich dann mal einfach zum Test gemacht habe. Und zwar auf diesem MP3-Player, der leider nicht mehr tut, aber der Blockspeicher ist noch ansprechbar, das entsprechende Passwort verstecken. Also es ist zwar da, nicht verschlüsselt oder so, aber es ist versteckt und ich möchte zeigen, was diese Idee dann bedeutet. Das heißt, ich gebe mir SD-Stern. Die Device ist aus, ich habe 2 SSDs drin, die sehe ich jetzt hier schon, die wurden auch richtig vergeben. Ich sehe, dass die jeweils 2 Partitionen haben. Wenn ich jetzt hier in meinem USB habe, den entsprechenden USB-Stick reinstecke, dann merkt der Kernel das, Judith wird automatisch erkennen, dass es ein Blockgerät ist und mountet das Ganze. Jetzt sehe ich, dass ich eine Partition habe im Moment, da werden wirklich andere Daten drauf sein. Da werden wirklich andere Daten drauf sein. Ich möchte jetzt einen Ansatz eher zeigen, in dem das Ganze verkleinert wird und man dann eine öffentliche und eine private Partition hat auf dem Ganzen. Für Datenträgeraktionen, die direkt darauf zugreifen, muss ich auf jeden Fall root werden. Dateisystemschreiben geht natürlich auch vom Benutzer selbst. Ich starte jetzt gparted. Das ist eine nette GUI, weil ich zeigen möchte, was bisher auf diesem USB-Stick drauf ist. Das ganze Ding wurde eingehängt als DevSDC. Jetzt sehe ich hier relativ nett dargestellt, es gibt eine Partition und da ist noch nichts drauf. Die mache ich jetzt einfach mal kleiner. Über Größe verändern, nehmen ungefähr die Hälfte. So. Dadurch ergibt sich hier so ein kleiner Bereich, in dem ich jetzt meine
verschlüsselte Partition haben möchte, auf der ich dann meine ganzen privaten Daten sozusagen und nicht möchte, dass zum Beispiel die erste Partition kann ich ja verwenden, um dann Windows-Nutzern irgendwas schnell zu geben, weil die haben natürlich kein Lux verfügbar und da braucht man dann wieder andere Tools. Darauf kann man dann öffentliche Sachen, die nicht so wichtig sind, und hier dann die entsprechend wichtigen. Ich mache mal zum Test 3 Megabyte, das Mibibyte, das ist das geringste, was Lux, was möglich ist als Lux. Partition, denn 2 Mibibyte Header plus mindestens 512 Bytes an Daten sind vorausgesetzt. Das heißt, ich brauche hier 3, weil ich nur Mibibyte-weise zuweisen kann. Das Ganze deklariere ich als nicht formatiert. Natürlich würden Sie jetzt entsprechend auch das hier alles noch mitverwenden, damit Sie viel Speicherplatz haben, aber ich möchte es für die Demonstration klein halten. Das Ganze mache ich deshalb, damit ich das Ding ansprechen kann. Das heißt, ich möchte es über auch eine virtuelle Gerätedatei, SDC2, dann später ansprechen können. Deshalb formatiere ich es jetzt extra als nicht formatiert. Jetzt habe ich das hier erstellt und damit kann ich eigentlich beginnen, darauf zu arbeiten. Zuerst kann ich den Inhalt zeigen. Ich benutze hier viel DD jetzt gleich. Das wird in diesem Fall mir alles anzeigen, was auf dem Ding drauf ist. Er hat jetzt 3 Megabyte ausgelesen, im Moment sehen wir nichts. Das liegt daran, dass ich das ganze Ding vorher mit Nullen überschrieben habe. Und diese Nullen werden in meiner UTF-8-Konsole als das Nullzeichen interpretiert und dadurch sehe ich eben nichts. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Wenn ich das sichtbar machen möchte, dann kann ich sagen, ich nehme jetzt zum Beispiel 1 Kilobyte, davon bitte einen. Das K steht übrigens 1K, das wissen Sie vielleicht auch schon. 1K steht für 1024 Bytes und 1KB steht für 1000 Bytes. Das Ganze pipe ich jetzt in Base64, was mir eine ziemlich coole Repräsentation liefert. Jetzt sieht man hier, ist uns ein bisschen so die Statistik von DD dazwischen gekommen. Dabei ist es ja dann normal, dass man das Ganze zu def0 überleitet, sodass wir hier schön sehen, es sind wirklich nur Nullen auf dem ganzen Stick. Und wir können neu anfangen, da irgendwelche Sachen draufzuschreiben. Ich würde jetzt mal anfangen und ein Dateisystem machen, mkfs x4. Dieses Dateisystem soll jetzt auf dieser Partition, die ich gerade gezeigt habe, SDC2 erstellt werden, das geht ganz schnell. Wenn ich jetzt nochmal den Befehl von vorher ausgebe, mit eben alles ausgeben, dann sehe ich, dass sich hier die typische Dateisystemstruktur jetzt ergeben hat, in den Daten selbst. Und ich kann sogar lesen, dass der Lost and Found Ordner, der ja standardmäßig in X4 vorhanden ist, schon auf dem Stick steht. Der wurde da schon draufgeschrieben. Ich kann ebenfalls mit den kompletten Strings ausgeben lassen und dann sehe ich halt, was da drin steht. Ich mache es jetzt nur nochmal zur Verdeutlichung. Schreibe ich da jetzt nochmal eine Datei drauf, um zu sehen, dass das Ding wirklich im Moment unverschlüsselt ist und dass man im Moment alles, was ich auf diese Partition schreibe, auch in Rohdaten auslesen kann. Dafür mounte ich das Ding halt schnell. Stelle ich mir das kurz ein Ordner im MT Typix. Oh, ist schon von gestern, ich habe ihn vergessen zu löschen. Dann sage ich mount SDC2 nach MNT Ubix, dabei wird automatisch das X4-Dateisystem eingehangen. Wenn ich jetzt sage Nano Ubix Test Text oder so, dann kann ich hier jetzt schreiben: Hallo, das ist 17 oder so. Jetzt habe ich die Datei geschrieben, weil ich das jetzt sauber wieder aushängen möchte, tue ich das kurz. Wenn ich jetzt nochmal den Befehl von vorher aufrufe, dann sehe ich, dass da die Daten entsprechend draufgeschrieben wurden. Das heißt, ich kann tatsächlich, selbst wenn das Dateisystem zerstört würde, also würde ich jetzt sagen, Partitionstabelle löschen, alles weg und so, solange ich das nicht mit Nullen überschreibe, stehen hier meine Daten, die ich in den Textfile habe. Sollte mir der USB-Stick also kaputt gehen und ich kann nicht mehr darauf zugreifen, sind die Daten da einfach. Jeder kann die auslesen, wenn er entsprechende Hardware hat, die das kann. Um das Ganze jetzt wieder bereit zu machen für Lux, werde ich das
den Hauptbefehl verwenden und das ist eigentlich das, was Sie immer machen müssen. Das heißt, man hat das Script-Setup, das ist dieses Framework, von dem kann ich mitteilen, ich möchte jetzt auf diesem Datenträger eine neue Lux-Partition formatieren. Das mache ich dann, indem ich mich zweimal nach dem Passwort fragen lasse. Außerdem soll er viel ausgeben als Hash-Verfahren. Ja, genau. Als Hash-Verfahren möchte ich SHA-2255, da kann ich dann auch verschiedene Standards auswählen. Das wird eine Crypto-Lib, also ich glaube, Lib-G-Crypto heißt die, weitergegeben und alle Verfahren, die unterstützt, kann das Ding eben auch unterstützen. Zusätzlich brauche ich natürlich den Verschlüsselungsalgorithmus, der dann dafür zuständig ist, wie verschlüsselt wird. Da muss man einfach in dieser Datei nachgucken, was vom System unterstützt wird, aber AES XTS Plain ist ein sehr bekannter und der wird auch häufig verwendet, also kann man davon ausgehen, der wird auch auf anderen Systemen unterstützt. So Schlüssellänge, das hat mich ein bisschen überrascht, vielleicht irgendein, ja? Das sollte JN64 sein. Sollte es, ja, es kann aber auch der hier sein, ich habe es jetzt von einer Anleitung, die den verwendet hat, aber man kann es natürlich verwenden. Der Plain ist deutlich schwächer und es gibt ein Recovery-Mechanismus dafür. Ja, genau, das kann durchaus sein. Wie gesagt, da muss man auch immer abwägen zwischen auf welchem System will man mounten und wenn die jetzt kein Plane 64 unterstützen, dann hat man halt leider Pech und dann nützen einem die Daten nichts. Aber stimmt, man kann natürlich auch 64 verwenden. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es so ein bisschen Altlast, dass die Schlüssellänge bei 32 doppelt angegeben werden muss. Keine Ahnung warum. In diesem Fall muss ich also, wenn ich 256 Bit haben will, 512 angeben. Das Ganze, ah ja, natürlich. Das Ganze muss ich ihm jetzt noch mitteilen, bitte Lux Format. Das heißt, er stellt am Anfang dieses Header, mehr passiert jetzt erstmal nicht. Ich übergebe ihm natürlich dieses entsprechende Device. Dann sage ich, ja, ich möchte wirklich alles überschreiben, denke mein Passwort aus, OST, UEBIX 2017 ist jetzt nicht besonders sicher, aber es geht nur darum, dass wir es nachher wiedererkennen. Jetzt schreibt er die Daten entsprechend auf und jetzt habe ich das eben Lux formatiert. Ich hatte jetzt dieses Modul schon geladen. Es kann durchaus sein, dass Sie auf Ihrem System, je nachdem, nach Distribution, müssen Sie dann in ETC Modules, genau, kann man dann einfach reinschreiben, ich möchte dieses Modul immer automatisch laden, wenn man es nicht reinkompiliert hat oder sonst was. Dann möchte ich das ganze Ding natürlich mappen. Das heißt, jetzt kommt eigentlich der Hauptvorgang, den mache ich jetzt einmal von Hand, weil im Moment, also das macht ja sonst dann immer in KBE zum Beispiel ein Daemon, der dann entsprechend darauf wartet. Im Moment, um auch das Dateisystem zu formatieren, mache ich das Ganze jetzt von Hand. Da sage ich dann lux-setup, lux-open, SSDC2. Und jetzt kann ich einen Namen vergeben. Ich verwende jetzt mal geheim entsprechend diese Anleitung, an der ich das hatte. Das ganze Ding fragt mich jetzt nach dem Passwort. Typix 2017. Okay, wenn er jetzt durch ist, dann können wir sehen, dass sich in DevMapper dieses Geheim, dass das da jetzt erstellt wurde. Und das ist jetzt gleich anzusprechen wie dieses SDC2, was ich vorher hatte. Und ich kann darauf jetzt wirklich ein Dateisystem machen, das dann verschlüsselt sein wird. Das heißt, mkfs.expire, ich kann damit das ganz normal sprechen, genauso wie mit den anderen auch. Also wie mit dem vorherigen Device. Wenn ich jetzt hier geheim eingebe, dann hat er jetzt das Dateisystem angelegt und jetzt nur so als Test, um auch zu zeigen, dass es wirklich verschlüsselt ist, kann man sich mit DD ich mache zum erstmal das andere, also ich gucke jetzt mal auf, nein, das war jetzt schon richtig so. Ich gebe mir alles aus, was es hier gibt. Frage nach Strings, also ich suche nach vollständigen Strings. Und da suche ich, weil wenn ich jetzt diesen Befehl mit Strings ausgeben würde, dann würde mir die ganze Konsole natürlich voll werden mit irgendwelchen Strings, die halt zufällig in dem Dateisystem drin sind.
deshalb, und auch in den Lux-Headern, deshalb suche ich jetzt gezielt, weil wir ihn ja vorher schon gesehen haben, nach dem Lost and Found Ordner. Und tatsächlich, man sieht ihn, das heißt, der Locker, im Moment greife ich mit dem Mapper zu, das Ganze ist ein Schlüssel, der Schlüssel liegt im Arbeitsspeicher und ich kann diesen sehen. Und wenn ich jetzt hier einfach nur in der Abfrage direkt auf den SCC2 zugreife, dann sehe ich, dass nichts mehr gefunden wird. Das heißt, jetzt sind die Daten nicht lesbar. Natürlich kann man da jetzt noch viel mehr zu erzählen, zu der Verschlüsselungstechnik und wie sicher die sind und so weiter. Insgesamt kann ich jetzt aber sagen, dass das ganze Ding verschlüsselt ist. Jetzt habe ich zum Schluss noch zur Abrundung einiges vorbereitet, mit dem man das Ganze sehr schön machen kann, alltagstauglich. Ich habe es jetzt so ein bisschen auf mein Szenario mit Debian 8 und KDE optimiert, aber ich glaube, es hilft auch bei vielen anderen Desktop-Systemen, wenn man sich da kurz mit beschäftigt. Zum Beispiel gibt es ja den Befehl TuneFS, bei dem kann man in dieses X4-Dateisystem, was ich jetzt auf dem Mapper erstellt habe, eingreifen. Hier, genau, da ist die Option M und ich sage 0. Ich sage gleich, was der Befehl noch macht. Dieser Befehl reduziert. Könntest du kurz auf Ctrl L drücken, um zu löschen? Ja, das kann ich gleich. Ah ja, ich habe eine 2 vergessen, Entschuldigung. Genau. Was ich jetzt gerade kurz gemacht habe, ist diesen Anteil der reservierten Blöcke, das ist jetzt X4 spezifisch, aber ich gehe davon aus, Sie werden alle X4 benutzen, wenn Sie mal die Verschlüsselung einsetzen wollen. Da wird die Anzahl der für den Root reservierten Blöcke auf 0 gesetzt. Das kann bei Datenträgern, die zum Beispiel 500 GB groß sind, kann das durchaus sein, dass man da einen sehr großen Teil, mehrere Gigabyte, verliert, weil die eben reserviert werden und man braucht sie eigentlich nicht, denn auf diesem Datenträger laufen keine Prozesse, die brauchen das nicht. Da werden einfach nur Daten draufgeschrieben. Außerdem konnte ich herausfinden, dass es ein Befehl gibt, ESU-Label, das ist eher für die Leute, die es dann ganz schön haben wollen. Da kann ich nämlich diesem Dateisystem kann ich mitteilen, dass ich jetzt gerne möchte, dass das Ding Typix heißt. Das heißt, ich gebe einfach dem Dateisystem einen Namen. Und das ist sehr schön, wenn ich dann das Ganze mounte, zum Beispiel in meinem Dolphin-Datei-Explorer sehe, dann sehe ich da nicht Wechseldatenträger 2,1 Millibyte oder so, sondern dann sehe ich da Typix und dann weiß ich sofort, was das für ein Ding ist. Aber das sind jetzt eher feine Änderungen. Außerdem habe ich Probleme gehabt, das Ganze gerade das, was ich sagte, funktioniert nur in einem Teil der Fälle. Wenn da dann das Dateisystem-Label verwendet. Im anderen Fall möchte ich auch das entsprechende Device umbenennen. Das heißt, dieses Mapping, was da erstellt wird, da wird dann irgendwann die UUID verwendet und das möchte ich dann nicht. Dafür habe ich mir eine UDEF-Regel erstellt. Die werden hier abgelegt. Und da, die heißt. Genau. Da habe ich einfach die Dateisystem-UID. Das muss man natürlich für jeden Stick machen, aber es lohnt sich vielleicht, weil dann sieht es wirklich schön aus. Und dann kann ich sagen, diese Partition soll jetzt heißen, also das Dateisystem soll heißen U0 verschlüsselt. Und dann wird mir das so schön angezeigt, das heißt, KDE zeigt mir dann immer, also ich nummeriere halt meine USB-Sticks durch, U0, U1 und so weiter. Dadurch kann ich viel besser feststellen, wie der Name ist und was ich gerade eingesteckt habe, weil das ist dann doch ein bisschen verwirrend, wenn man dann 5 verschlüsselte Sticks hat. Als letztes möchte ich noch zeigen, wie man das Ganze relativ schön mounten kann. Weil ich jetzt einige Zeitprobleme habe, kann ich nicht mehr zeigen, wie ich auf diesen MP3-Player, was Sie sich aber vielleicht vorstellen können, diesen Schlüssel draufschreibt. Was ich gemacht hätte, wäre einfach DD zu nehmen, also beziehungsweise Echo, da dann mein Passwort. Und das Ganze wird dann an eine bestimmte Stelle geschrieben. Das heißt, ich habe dann und kann dann sagen Seek. Und dann könnte ich mir zum Beispiel, das ist dann mein Passwort oder mein Schlüssel sozusagen, könnte ich dann sagen, heute haben wir den 24.06., den Tag der Typix. Am SIP, also an diesem Byte soll
das Passwort beginnen, also nehme ich eins vorher, weil Seek heißt, wie viele übersprungen werden. Dann schreibt er dieses Wort dahin und vorher habe ich mit Base64 Zufalls-ASCII-Daten auf diese Partition geschrieben. Das war meine Idee, das heißt, das Passwort ist schon da und es ist so, dass ich es mir merken kann. Also ich habe jetzt keine ewig lange Hash-Nummer, die ich mir selbst nie merken kann, sondern ich habe ein Passwort und ich schreibe lauter Base64-Daten und dann habe ich ein schönes Passwort, das auch natürlich nur ASCII-Zeichen beinhaltet und verstecke das irgendwo in diesen Daten. Und natürlich ist es nicht so top sicher, aber den Schlüssel wird man ja meistens zu Hause haben, wenn man keine Lust hat, das Passwort einzugeben. Und wenn der steckt, dann wird dieses Passwort von dem Skript automatisch ausgelesen. Gut, dann danke ich Ihnen fürs Zuhören und wie gesagt, auf der Website kann man sich die beiden Skripte runterladen, die das Ganze tun, falls Sie da selbst dran interessiert sind. Dankeschön.